Also, wir werden dann noch unseren Spaß mit haben. Wenn wir jetzt was gucken, bei Map. Wir waren hier unten noch nicht. Wir müssen noch da runter. Hier können wir auch noch ein bisschen leveln. Hier in dieser Schneegegend ist es am einfachsten zu leveln. Natürlich ist es besser, als wenn man in der Mine gegen 5000 antritt. Stopp, Moment. Ich muss hier hoch, nicht da runter. So, hier hoch. So, sehr schön. Da ist ein Felsen. Gold, 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 Felsen ist nichts. Da habe ich eine goldene Truhe gesehen, so wie es aussah. Ach, da muss ich von hier hoch, okay. Goldene Truhe, eine goldene Truhe. Aber die ist schon... Ich dachte, die hätten wir schon geöffnet. Na egal. Ich sag bestimmt nicht nein. So. Sklavenhändlerlager betreten, das haben wir ja schon ausgeräuchert. Das Lager. Level 16 bis 18 waren wir noch nicht drin. Doch, waren wir schon drin, sind sofort gestorben. Deswegen gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein. Da oben sind noch Truhen. Die ich noch nicht geholt habe. Ist jetzt aber nichts Besonderes drin. Hier ist noch ein großer Heiltrank. Das gefällt mir mehr als die Truhe auf jeden Fall. So, hier kommen wir wieder raus. Super. Und dann gucken wir, was wir hier hinten noch finden. Verlass das Sklavenhändlerlager. Yo, yo, mach mal. Und jetzt sind wir hier in neuem Gebiet. Ich glaube, hier sind wir gestorben. Deswegen kann man hier nicht weiter. Oder aber... Hier ging es nicht weiter. Wir müssen da hoch. Hier muss es... Ah, genau, da hinten. Ah. So. Wow. Ich hoffe, mehr Mana. Run, 5, 6, 7. Euer Begleiter ist verwundet. Hua, Begleiter, auf du. Euer Begleiter. Euer Begleiter ist geflohen. Komm her. So, super. Oh, das war noch so einer. Euer Begleiter. Okay, Moment. 5. Ich habe wenig Mana. Ah, kleiner Moment. Oh, 6. Komm schon, 6. Hihi, ich hab dich früher erwischt. Euer Begleiter ist geflohen. Ich bin verwundet. Ja, das ist mir aufgefallen. Euer Begleiter ist geflohen. Alter! Die Viecher sind aber hart, ey. Ach, okay, das ist ein Boss. Nein, nein, oh mein Gott! 4? Okay. 3. Boah, Alter. Nein, komm her. Jetzt stirbt er.
die Bosskämpfe sind echt geil, muss ich sagen. Muss man sich echt anstrengen. Weiß nicht, wie das auf den normalen Leveln ist, aber auf dem Level, was ich spiele, für mich ist es auf jeden Fall echt eine Herausforderung, muss ich gestehen. Also es war eigentlich gut, dass ich das Level gewählt habe. Ich muss mich mit der Steuerung ein bisschen neu auseinandersetzen, weil ich jetzt den Wegpulvern-Dings auf dem Skill habe. Ich brauche mehr Mana. So. Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Retter. Ruhe. Oh, interessant. Ja, schau, dass wir geheim ist. What the fuck? What the fuck? What the fuck's going wrong with you? Don't touch my best here. Oh, was ist denn da los? Das wird, glaube ich, lustig jetzt. Ich schluck mal einen Heiltrank. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Da muss ich mal ganz kurz runter. Die haben meine mich ja hier von unten attackieren zu können. So. Ist halt schon wieder einer runtergesprungen. Oh, diese Viecher, Alter. Ich frage mich gerade, warum ich da nicht durchkomme. Hey, wieso komme ich da nicht durch? Ich glaube, ich muss von der anderen Seite daran. Ja, stirb. Gut, dass unser Mann da unendlich durchhält. Das ist Super Hero 9000 ist das. So, Moment. Ach, von hier, okay. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Stirb. Ich geht gleich wohl neu hier. Oh, warum habe ich mir das nur gedacht? Wie wir den einfach auf Abstand halten mit unserem Dings. Wow, was das Ding alles droppt. Okay. Aufschlussreiche Aufzeichnungen. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit. Ich glaube, ich habe den Schlupfwinkel des Alchemisten gefunden. Hier in den Eistiefenhöhlen. Direkt hinter dem Eingang habe ich eine Notiz entdeckt, darin ist davon die Rede, die Mine bei Torchlight zu betreten und Otraks Herz zu holen. Ich wollte tiefer in die Höhle nach weiteren Aufzeichnungen schauen, aber mit den Kreaturen dort werde ich nicht fertig. Die restlichen Notizen des Alchemisten wären wahrscheinlich sehr hilfreich bei der Suche nach einem Weg, ihm aufzuhalten. Dieses Schriftstück trägt die Nummer 4. Es durfte also drei weitere in den eistiefen Höhlen geben. Du weißt aber auch überhaupt nicht, ob das die richtige Höhle, ob das die letzte ist. Was war das denn jetzt gerade? Ich habe irgendwas bekommen, weiß aber nicht was. Was habt ihr hier zu suchen? Deinen Arsch habe ich hier zu suchen. Ich weiß auch gar nicht, ab wann die Höhle ist. Ich schaue mich aber erstmal hier weiter um, bevor wir in die Höhle betreten. Autsch. What the fuck? Wie viele sind das? Schön stehen bleiben. So, jetzt wird's hier alles durchstürmen. Oh, wow. Gold. Oh, Leben. So, wieder zwei besiegt. Ich
Stirb doch bitte einfach. Autsch. Da ist noch Gold. Meine Katze kämpft für diese komischen Viecher. Ohne. Never aus Sklaven irgendwas. Wir sind erfahrener geworden, das höre ich gerne. Und da haben wir noch einen Haufen Bretter, aber auch hier ist nichts Besonderes. Dann habe ich jetzt gerade das Katzeninventar aufgemacht, das ist aber auch kein Ding, weil da muss man eh skillen. Der Ruhm meiner Katze... Leute, die Katze steigt auch mal wieder ein Level auf, das ist nicht schlecht. Der Ruhm ist schon sehr weit fortgeschritten. Hier war es das. Hier war es das auch. Okay. Dann können wir wieder runtergehen. Ich glaube, gerade hier unten ist noch was, weil das so ein bisschen uneinsichtig ist. Ah, genau. Hier. Ah, lol. Hier geht es ja noch ewig weiter. Hier waren wir noch nicht. Hier gibt es aber nichts mehr. Da drüben ging es da weiter, habe ich gesehen. Und hier sind auch... Oh, Alter. Angelloch. Ah, da kann man Dynamit fischen. Stirb. Aber mit den Neversklaven komme ich mittlerweile ganz gut zurecht, finde ich. So. Auch hier nichts Besonderes. Esterianer Refugium gefunden. Vielversprechende Angestellte, machen wir mal. Dynamit fischen. Boah, Alter. Ah, das war's. Oh, na gut. Okay, ich habe aber gesehen, hier drüben ging es noch ein bisschen weiter, bevor wir jetzt anfangen, die Minen abzuklappern. Esterianer Refugium betreten. Und zwar ist hier noch Schatten. What the fuck? Nicht schlecht, okay. Weil sie mir da übelst oft vorbeigelaufen. Ich sehe aber auch hier verbirgt sich noch etwas. Stopp, nein, wir müssen hier rein. Ins Sklavenhändlerlager. Und müssen... Ah, hier sind noch ein paar. Kennen wir uns? Hab Dank, dass ihr mich gerettet habt. In meiner Höhle unter dem See sind noch weitere Gefangene. Gleich außerhalb der Hütte in der Nähe gibt es eine Luke, die zur Sklavenhändlerhöhle führt. Da würde ich sagen, fangen wir jetzt auch einfach mal an. Die sind nämlich von Level 16 bis 18. Wir sind Level 18 mittlerweile schon. Ich würde jetzt noch einmal skillen den Fesselschuss. Was bringt die Skillung? Fesselschuss. 100%ige Chance, das Ziel bewegungsunfähig zu machen für 3 Sekunden, für 3,2 Sekunden, okay. 22 Giftschaden für 3,2 Sekunden und Sekundäreffekte. 50%ige Chance, das Ziel bewegungsunfähig zu machen für 3 Sekunden, 21 Gift. Ich würde den Fesselschuss jetzt aber mal gucken, was haben wir noch? Wir könnten auch den hier mal noch ein bisschen upskillen. Und dann betreten wir mal die Luke. Und schauen, dass wir jetzt ein bisschen besser zurechtkommen hier. Ich kann sie mir eigentlich immer auf Abstand halten, währenddessen meine Katze einfach den ganzen Rest macht. Weiß nur nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Okay, das war eine Falle. Ich frage mich auch, warum hier alles brennt. Gut, wir haben oben alles in die Luft gejagt, deswegen wahrscheinlich. Wow, bleib mal. Ich bin verwundet. What the fuck? Habe ich jetzt einfach noch nicht drauf geachtet, was ich mache, oder? Hat er mich so schnell gekillt? Der hat mich so schnell gekillt, alles klar. Na klar, lass dich nicht fesseln, warum nicht?
verwundet. Lass dich einfach nicht fesseln. Zurücksteuern kann ich auch nicht. Hätte ich nirgends, Alter! Ja, ach, okay, er hat wenigstens sein Leben nicht vor, hat wenigstens sein Leben verloren. Du kostest mich also nur eine gewisse Zeit, bis er tot ist. Ich habe wenig Mana. Ach, das sind auch noch zwei Bosse! Na klar! Der killt mich trotzdem noch. Oh, ist das hart. Blutschein tut sie halten. Toll, das interessiert mich echt gar nicht. Brutus, der Zertrümmerer. Ja, ja, kann ich mir vorstellen bei dem. Bleib da mal stehen!